That's it, man. Game over, man. It's game over. What are we gonna do now? What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Ist es wirklich Game Over für Bitcoin? Werden wir wirklich hier runterhauen und Bitcoin wird diesen tiefen Fall nehmen, den ganzen Weg zu $40,000? Oder werden wir direkt nach oben gehen, hier durch diesen Widerstand brechen, den ganzen Weg nach oben zu neuen Höhen? Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Es wird wirklich sehr spaßig und wir werden Spaß haben, wie wir es immer haben. In dieser Sendung, ich bin froh, dass ich hintereinander weg zwei Sendungen machen konnte. Endlich. Noch nicht, alles ist perfekt. Aber ich habe hier und da noch Probleme. Aber ich werde mein Studio richtig aufgebaut bekommen und das alles richtig funktioniert zu 100%. Aber das dauert noch etwas. Hier und da wird es noch Tage geben, wo wir etwas Probleme haben werden, aber irgendwann werden wir alles richtig haben. Okay, mit dem gesagt, wir werden auch über Bitcoin natürlich reden, Ethereum. Und ich glaube, ich werde mir Dogecoin wieder ansehen. Und dann auch Shiba Coin? Shiba Coin? Ich glaube, es ist Shiba Coin, ja. Wenn ich noch etwas Zeit habe, dann werde ich da mal reinsehen und mir die Coins ansehen. Weil, oh Mann, was geht ab? Was geht ab? Die sind alle am Durchdrehen. Ich musste das sogar tweeten. Was? 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 Alles geht runter, außer den Doge Coin? Finde es raus. Ich wusste, dass Meme Coins gut machen werden. Aber nicht so gut. Nicht so gut. Aber hier sind wir und das wäre vielleicht Game Over für Bitcoin, aber es ist nicht Game Over für Dogecoin. Nein, das war nur ein Spaß. Aber trotz allem, wir werden euch Leuten zeigen, wie man das traden kann. Wenn ihr das traden wollt, dann könnt ihr das tun bei bybit.davincij15.com oder bei famex.davincij15.com. Genauso wie bei btcmax.davincij15.com. Haltet nur in Gedanken, dass das alles Leverage-Trading-Plattformen sind. Du kannst jede Menge an Bitcoin einzahlen. Ganz einfach. Das macht nichts, wer du bist. Ich benutze immer ein VPN. Und den VPN, den ich benutze, sind Norton VPN. Die Links sind in der Beschreibung unter dem Video. Wann immer ich nach Amerika reise, das ist sehr wichtig. Weil die Amerikaner sind etwas anders. Und deswegen, ja. Du möchtest vielleicht ein VPN haben, wenn du in Amerika bist. Sogar auch, wenn du nur durchreist oder lebst. Du möchtest vielleicht daran denken, ein VPN zu benutzen, bevor es voll kommunal wird in Amerika und du nichts mehr machen kannst und nirgendwo draufgehen kannst. Also im Internet. Und das ist sehr wichtig, ein VPN zu haben, auch wenn du nicht tradest auf diesen Plattformen. Und das kann einfach nur hilfreich sein, weil du brauchst deine Freiheit. Okay, mit dem gesagt, denkt dran, dies dient für Informationszwecke, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer hart verdientes Geld auf dem Markt riskiert. Weil es dein hart verdientes Geld ist und ich will nicht, dass du es verlierst. Spielt immer von einer starken Position und werdet nicht zerstört. 5% in den Markt investieren, maximal, das ist das, was du einsetzen solltest. Zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn du jetzt irgendwas investierst, 5% auf einer Exchange und dann von diesen 5% nur 5% auf deine Wette, die du machst. Das solltest du verlieren zu irgendeinem Zeitpunkt, das Maximale, was du verlieren solltest auf dem Trade. Okay, also mit dem gesagt, lass uns rübergehen zu den Charts. Also, sehr interessant, alles hat so funktioniert, wie ich das gestern erwähnt habe, genau wie ich vorher gesagt habe. Nein, nicht genau. Also wir haben darüber geredet, über die FIPS, und ich habe darauf hingewiesen. Ich habe mich gewundert, ob diese Chart oder diese 61.8 und diese bestimmte Wick, die ist valide auf allen Charts. Und wir haben nach mehr Dips gesucht, die zu 78.6 führt. Aber wir haben ganz klar die 61.8 bekommen und ganz einfach. Es sieht so aus für eine Sekunde, dass ich falsch war, aber dann... Aber Geduld zahlt sich aus und ganz besonders bei Bitcoin. Und ich meine, schau dir das an, wir sind in einem Trade.
Nicht mit sehr viel Geld, aber wir haben einen Trade. Ihr könnt sehen, dass wir abprallen von dem 13. EMA, sind fehlgeschlagen, weiter nach oben zu gehen. Wir müssen hier wahrscheinlich noch erst ein W formen hier. Wenn wir uns die stündliche Chart ansehen, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal etwas zurückkommen, die 61.8 Retracement, bevor wir dann weiter nach oben gehen. Wenn du interessiert bist, um hier einzusteigen, dann kannst du hier den Abzug ziehen bei der 61.8 und dann noch mehr hinzufügen bei der 78.6. Dein Stop-Loss wäre hier unten bei den $53.400. Sollte das weiter nach unten fallen, dann solltest du da von einem Trade weglaufen. Wenn wir uns ansehen, wo wir unser Ziel setzen können, nachdem wir ausgebrochen sind, dann kannst du sehen, dass es ein ganz klares W hier bildet. Wenn wir hier ausbrechen, aus diesem oberen Bereich hier, das Ziel wäre, das ist der oberste Bereich hier, und wir möchten herausfinden, wo das Ziel ist. Also wir nehmen dieses Werkzeug hier, wo wir hier das Ziel mitfinden und die Spitze, und ich werde es zu diesem Boden nehmen und dann werden wir ein 1:1 zuerst machen. Und wenn du einen Ausbruchstrade machst in diesem Bereich, wenn du nicht eingestiegen bist auf diesen Einstiegspunkten, dann kannst du auf einen Breakout-Trade warten und deinen Stop-Loss hier zu diesem Punkt bringen, zu einem 2:1. Sodass du ein 2:1 Risiko zu Gewinnverhältnis hast. Und da hast du's. Dein Ziel wäre $62.000, wo du anfangen würdest, Profite zu nehmen. Es gibt ein Problem hier mit dieser Trendlinie hier. Ich wäre sehr besorgt hier. Und höchstwahrscheinlich müssen wir hier etwas Profite nehmen bei dem 50% Bereich. Sollten wir ausbrechen bei dieser Trendlinie. Hier könnte vielleicht etwas Widerstand sein für diesen Trade, also wenn du möchtest, zumindest einen Stop-Loss hier setzen, um im Profit zu bleiben, wenn wir hier etwas langsamer werden in diesem Bereich, was bei 59.500 ungefähr ist, in dem Bereich, das wäre höchstwahrscheinlich ein Signal, dass wir weiter nach unten gehen und hier alle ausgelöscht werden. Okay, also dann Stop-Loss in den Profit, sollten wir da hochgehen. Wenn wir rübergehen zu Ethereum. Und wir haben hier einen kurzen Trade gemacht, der jetzt schon abgeschlossen ist auf Ethereum. Wir mussten weglaufen von diesem Trade bei diesem Ziel, aber da hast du es, weil es ist direkt wieder hochgeschossen. Und da haben wir es. Da hast du deinen Ethereum-Trade, den ich live gestern gemacht habe, und du hättest einsteigen können. Aber wenn du es nicht live gesehen hast, dann bist du wahrscheinlich in den Bitcoin-Trade eingestiegen, wo ich jetzt noch drin bin. Okay, also wenn wir uns ansehen, was wir von hier machen können. Wiedermals, das ist wieder das gleiche hier wie bei Bitcoin. Wir haben ein klares W mit einem klaren Ziel. Das ist jetzt schon abgehoben. Höchstwahrscheinlich werden wir diesen Bereich treffen, aber, oh, das ist die stündliche, oh, das ist nicht richtig, das ist einfach nicht fair, er will wieder zurückfallen zu diesem Ausbruchspunkt, also, lass uns sehen, das ist einfach nur so falsch, aber das ist es, so läuft das. Manchmal ist es nicht einfach, um das zu traden. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das Ziel wäre, wenn das nochmal abgeschlossen wäre. Also, ich würde das nicht unbedingt ein schönes W nennen. Vielleicht könntest du das hier zählen lassen. Und das wäre abgeschlossen hier oben. Das wäre etwas wackelig, dieses W. Aber das hier ist viel besser. Und ihr könnt sehen, das Ziel ist ganz weit hier oben bei $2.254. Und wenn ich Control drücke und dann werde ich das hochschieben, sodass ich ein
Weil ich das Magnet anhabe, muss ich Control drücken. Und da haben wir es. Da ist ein 2:1 von dem Ausbruchspunkt. Also es kommt zurück auf uns zu. Ihr könnt sehen, es ist hochgegangen zu dem 50% Bereich. Also versucht Profite zu nehmen und von diesem Trade wegzulaufen, weil das ist einfach nur schwachsinnig. 0% Volumen, der kommt mit 0% Volumen wieder nach unten. Gar nichts, null. Nada, gar nichts. Ich meine, das ist absolut gemein. Wow. Aber das ist Ethereum und es spielt nie schön mit den Kindern. Und es misshandelt die sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Auf einer täglichen Basis. Weil das ist, was Ethereum liebt zu tun. Entschuldigung, dass ich unterbreche in der Mitte des Streams, aber geht rüber zu blockfi.javintyj15 und dann könnt ihr $200 Bonus verdienen und natürlich 8,6% Zinsen auf dein Krypto. Und ihr könnt natürlich auch da traden und ihr könnt eine Kreditkarte bekommen, sodass du deine Krypto ausgeben kannst. Die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Okay, mit dem gesagt, lass uns rübergehen zu der Bitcoin-Dominanz und wie ein Uhrwerk, absolutes Uhrwerk. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt als erstes, dass wir hier konsolidieren werden für ein paar Wochen und das haben wir gemacht. Und dann habe ich gesagt, wenn wir erstmal durchbrechen, dann kommt es wieder ganz nach unten und höchstwahrscheinlich abprallen von dieser Trendlinie und das passt alles zusammen mit diesem Widerstand und Unterstützungsbereich. Das wird hier abprallen. Und schau dir das an, wie als ob du deine Uhr danach gestellt hättest. Absolut fantastisch. Wir sind hier abgeprallt. Wir prallen vielleicht hier ab und sehen vielleicht eine schnelle Bewegung zu diesem letzten Ausbruchspunkt hier bis zu den 57%igen Bereich und dann weiter runterbrechen. Und wenn wir diesen Bereich brechen, boom, kaboom, dann wird es direkt nach unten gehen zu dem 40% Bereich. Direkt hier 40% und wow, wow. Und dann, wenn wir diesen Bereich brechen, wollt ihr wirklich sehen, wo das hingeht, wenn es da durchbricht? Ich glaube, wir sollten darüber reden, wenn wir da durchbrechen und wenn wir wirklich da durchgehen. Und dann werde ich euch zeigen, ich werde euch jetzt zeigen, wenn wir den Bereich brechen, wir müssen ein Extension Level einzeichnen. Wow, wir müssen ein Extension Level einzeichnen. Irgendein Bereich, wo wir hingehen werden. Lass uns sehen, ob ich das richtig machen kann. Ja. Ja, ich weiß. Du denkst dir, nein. Du meinst, die Altcoins werden Bitcoin so übernehmen, bis zu dem Resultat von, dass es zu 12% geht? Ja, leider schon. Oh ja. Und in dieser Runde? Ja. Da hast du's. Ich hab dir gesagt, du willst das nicht sehen. Du willst nicht wissen, wenn wir diesen 35% Bereich brechen, wo wir hingehen. Und da hast du's. Read and wait, boys. Read and wait. Und ganz besonders diese, wie nennt man die? Diese Bitcoin Maxis. Und sie werden richtig schockiert sein. Richtig schockiert. Wenn das passiert und den Bereich trifft, ich kann nicht warten, um diese Gesichter zu sehen von diesen Bitcoin Maximalists. Und die werden so ein Gesicht machen, wie ich gemacht habe, als ich gesehen habe, drüben bei Twitter, mein Gesicht, als ich gesehen habe, das Shiba. Einfach nur schwachsinnig. Lass uns rübergehen zu dem Dogecoin.
auf die Doge-Chart. Genau jetzt. Weil Doge ist immer noch am Dogen. Und du denkst dir, nein? Ja, doch es ist. Es ist immer noch am Dogen, aber es sieht so aus, als ob wir eine Spitze erreichen hier bei Dogecoin. Dogecoin ist runtergefallen und ich glaube, wir werden hier eine Spitze erreichen. Und schau dir das an. Wir sind an der Spitze und ja, wir gehen wieder nach unten. Und das ist wahrscheinlich bei der 61.8 das Ziel. Das wäre ein Einstiegspunkt, aber 78.6 ist das höchstwahrscheinliche Ziel, bevor wir weiter nach oben gehen oder wieder nach oben gehen bei Dogecoin, leider. Das geht noch weiter hoch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären kann. Aber das ist, was die Chart sagt. Und lass uns das so belassen. Oder? Also, ja. Und ich würde mir gerne, was war der andere Coin, den ich versprochen habe, mir anzusehen? Was war das hier? Shiba. Was war das Ticker-Symbol? Wer kauft hier oben? Ich würde gerne wissen. Ich weiß. Sehr viele Leute, die ihre Liquidität eingeschlossen haben, die helfen diesem Ding. Bei Uniswap, ich glaube, da ist sehr viel Liquidität eingeschlossen. Also was bedeutet das? Das bedeutet, der Preis wird nicht runtergehen zu einem spezifischen Bereich, basierend auf der eingeschlossenen Liquidität. Und dann haben wir noch Leash. Leashcoin für den Hund. Oh Mann, das ist einfach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nicht richtig. Einfach nicht richtig. Und wiedermals, ich weiß, so viele Leute sind hier in Dubai und die haben das Boot aufgeladen auf diesen Coin und haben extrem gut gemacht. Und das ist einfach, wie wir einfach sagen sollten, das ist das. Okay. Lass uns rübergehen zu unseren Nachrichten von heute. Britcoin, nicht Bitcoin. England erwägt neue digitale Währung. Ihr erwägt es. Wisst ihr, wie spät es ist? Ihr seid spät. Ihr seid sehr spät. Ihr seid spät zu der Party. Und es ist zu spät für euch. Ihr müsst es gehen lassen. Lass es einfach gehen. Es gibt keinen Weg, dass die Leute euren Britcoin akzeptieren werden. Ganz besonders, weil ich weiß und wir alle wissen, dass es komplett kontrolliert ist. Ihr könnt entscheiden, was wir kaufen und was wir nicht kaufen. In welche Geschäfte wir gehen können. Und letztendlich könnt ihr auch entscheiden, ob wir mit dem Geld das Land verlassen können. Ich glaube nicht, die Leute werden das mögen. Das bin einfach nur ich. Ich bin vielleicht falsch. Die Leute mögen es vielleicht, kontrolliert zu werden von den Regierungen. Aber soweit ich weiß, wollen sie das nicht. Und ich weiß sehr viele Leute, die das nicht wollen. Okay, mit dem gesagt, ich glaube, das ist zu spät für die Regierung auf der ganzen Welt, um so etwas zu implementieren. Diesen nicht China, also verschwendet nicht eure Zeit. Okay, also mit dem gesagt und natürlich, es ist zu spät, weil schau dir das an. Brandneu. Time Magazine akzeptiert jetzt Bitcoin und 16 andere Kryptowährungen für Abonnenten. Und ich muss mich nur wundern, wer liest die Time Magazine? Ich meine, ich kann mich dann erinnern, 2007 beim Arzt, dass ich mir dann eine Time Magazine angesehen habe. Und vorne auf der Vorderseite von der Time Magazine war ein Typ und dieser Typ hat ein Haus umarmt. Und da stand, es ist Zeit zu kaufen. Ein Haus. Dein eigenes Haus. Bevor die Preise explodieren.
Und das war direkt an der Spitze von dieser großen Bubble. Absolute Spitze. Unglaublich. Also, ich weiß nicht. Ich wundere mich nur, wer ist übrig, um die Time Magazine zu kaufen, nachdem sie dich völlig verarscht haben und immer wieder und allmählich. Ich glaube, die Leute realisieren das. Aber trotz allem. Aber das Gute daran ist, die Leute, die übrig sind und die, die das kaufen wollen, wenn sie die Time Magazine kaufen wollen und die ganze Propaganda lesen wollen und absolut die ganzen falschen Aussagen lesen wollen, dann könnt ihr falsche Sachen lernen, indem ihr eure Bitcoin benutzt. Indem ihr richtiges Geld benutzt, um Lügen zu erhalten. Oh Mann. Aber trotz allem mit dem gesagt, okay. Danke, dass ihr alle geschaut habt. Aber denkt dran, wenn ihr das schaut auf YouTube und das nicht live seht, dann verpasst ihr viel. Und ihr müsst das live sehen. Ihr könnt das tun bei dj15.com. Und ja, ihr könnt auch Pandoras Wallet benutzen. Der gleiche Preis für alles. Und ja, dann könnt ihr live dabei sein auf diesem Livestream. Und natürlich, denkt dran, die Little Old Lady Strategy, die funktioniert einfach sehr gut. Jeder macht Geld gerade. Und für eine limitierte Zeit, das wird noch frei bleiben für eine ganz bestimmte Zeit. Wir werden das schließen hier. Und wir werden eine Gebühr fragen für diese Videos. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, eure Zeit läuft ab, um sich die Little Old Lady Strategy anzusehen. Die ganzen Videos, die freien Videos. Weil wir werden die neu machen, neu schneiden und das war's. Wir werden Geld dafür fragen. Also macht sicher, dass ihr diese Videos noch schaut, bevor ihr dafür bezahlen müsst. Weil sie werden weggehen. Danke alle, dass ihr geschaut habt. Und wir werden jetzt diesen Stream beenden und werden zu der Frage- und Antwortrunde kommen von heute. Und wenn ihr nicht teil daran nehmen könnt, das ist, weil ihr das bei YouTube seht. Und nicht mit den Rest von uns morgens um 8 Uhr Santiago-Zeit, 4 Uhr in Dubai. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist die gleiche Zeit in New York. Also das ist richtig, das ist es. Also ja, schaut euch das an. Wir machen das und wir haben sehr viel Spaß. Weil ihr verpasst den Teil, wo ich Gesichter mache für die Thumbnails und mit den Zuschauern rede. Und dann werden wir wieder mit den Zuschauern reden am Ende der Sendung. Und deswegen müsst ihr ein Teil davon sein. Genauso wie ihr ein Teil davon sein müsst von Bitcoin. Weil es ist hier, um zu bleiben. Und es geht nirgendwo hin. Ciao.